Ist es nicht krass, dass, wenn man sich das mal fertig überlegt, vor 2000 Jahren an diesem Samstag gab es da ein paar ganz, ganz verzweifelte Gesichter. Wenn ich an den Petrus denke, wenn ich an die Jünger denke, ein paar Leute haben sich total gefreut über diesen Tag, nämlich, dass Jesus endlich weg ist. Und ein paar andere, die waren zu Tode betrübt. Und es hat so ausgesehen, als wäre alles verloren. Ich schaue mir das Leben von dem Petrus an und wir sehen, er hat als Jesus nachgefolgt, hat ihn am Ende verleugnet und ist zurückgegangen, auch wieder in seinen alten Beruf in dieser Zwischenzeit, wie wir es in den Evangelien drin nachlesen können. Und das Krasse ist wirklich, dass dieser Samstag war so ein bewölkter Tag, noch bewölkter als es jetzt gerade hier draußen ist. Es war so ein dunkler, so ein finsterer Tag für die Jünger und so ein freudiger Tag für die Pharisäer und für den Teufel, weil die gedacht haben, dass das mit Jesus, dass das ein für alle Mal erledigt ist. Und vielleicht fühlst du dich heute auch in so einer Situation drin, dass vielleicht bist auch du heute zu Tode betrübt. Genauso wie ein Petrus. Vielleicht bist du gerade an so einem Punkt, wo du denkst, Gott, ich bräuchte dich unbedingt. Ich bräuchte heute echt so irgendwie deine Hilfe. Ich bräuchte heute dein Eingreifen. Vielleicht fühlst du dich alleingelassen. Und genau da rein habe ich eine gute Nachricht für dich. An diesem Samstag, wo alles verloren schien, auf diesen Samstag hin folgt ein Ostersonntag. Es folgt dieser Tag der Auferstehung und es ist ein Tag, wo die kühnsten Vorstellungen der Jünger nochmal übertroffen wurden. Nämlich als Jesus plötzlich der Auferstandene dasteht. Als sie zu diesem Grab gehen und dieses Grab ist leer und diese Engel erscheinen der Maria Magdalena und sie geht zurück und verkündigt es ihnen. Und dann sehen wir, wie Jesus sogar noch reinläuft. Ne? Und weil er die Tür ist, braucht er nicht die Tür nehmen, sondern läuft einfach durch die Tür und ist mit ihnen zusammen. Ne? Und ist dann nochmal 40 Tage unter ihnen, zeigt sich 500 Jüngern. Und der ganze Plan vom Teufel, der ganze Plan auch der Pharisäer, der ganze Plan der Feinde Jesu ist nicht aufgegangen. Und diese Geschichte lehrt uns eine Sache, nämlich, dass selbst wenn alles verloren scheint, Gott hat immer den letzten Schachzug. Wenn du dich entscheidest, heute auf die Verheißungen Gottes zu stehen, dann wirst du den Durchbruch sehen. Dann wirst du ihn sehen. Und Gott möchte in uns ein Vertrauen wecken. Er möchte heute ein Vertrauen in dir wecken, das über den Tod hinausgeht. Das über das hinausgeht, was du siehst. Nur weil alles verloren scheint, von außen heißt es noch lange nicht, dass alles verloren ist. Und wenn du heute mit einer Krankheit zu kämpfen hast, wenn du heute hier bist und du bist total entmutigt, wenn du heute hier bist und du brauchst einen finanziellen Durchbruch, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann sei dir bewusst, es gibt diesen Ostersonntag, es gibt diesen Tag der Auferstehung. Und mein Glaube sagt mir, dieser Tag ist jetzt. Es ist jetzt. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag vom Durchbruch. Jesus ist am Sonntagmorgen aufgestanden. Das ist nur ein paar wenige Stunden von jetzt entfernt. Und genauso wie Jesus damals die Kranken geheilt hat, genauso wie Jesus damals den Durchbruch gebracht hat in so vielen Lebensbereichen, genauso ist er heute da bereit, dir diesen Durchbruch zu geben, den du gerade brauchst. Und was immer es jetzt gerade ist, ich bete jetzt in diesem Moment für dich und ich mache mich eins mit deinem Anliegen. Wenn du eine Krankheit hast, ich mache mich eins dafür, dass du geheilt wirst. Wenn du einen finanziellen Durchbruch brauchst, ich mache mich eins mit dir, dass du diesen Durchbruch bekommst. Und wenn du diese Gemeinschaft mit Gott noch nicht hast, dann mache ich mich eins mit dir heute, dass du in diese Gemeinschaft hineinkommst. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, nicht einer ist gerecht, nicht eine Person. Wir alle brauchen diese Vergebung Gottes. Und der Weg ist nicht deine eigene Gerechtigkeit. Der Weg ist nicht, dass du alles erfüllen kannst und dass du es aus dir selber raus schaffst, weil das kannst du nicht. Jesus hat ganz klar gesagt, ohne mich kannst du nichts tun, im Johannes 15. Und er hat auch gesagt, dass der Heilige Geist, wir wissen nicht mal, wie wir beten sollen, hatte Paulus gesagt im Römer 8.
aber in unserer Schwachheit kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe. Und Jesus möchte dir heute zu Hilfe kommen. Er möchte heute dich rausholen aus deinen Sünden, aus deinen Süchten, aus deinen Sachen. Und er möchte heute dir eine neue Hoffnung schenken, eine neue Perspektive, eine neue Sicht auf die Sachen. Und hätten die Jünger nur diese Sicht gehabt auf diesen Ostersonntag, die wären niemals so betrübt gewesen. Hätten sie die Realität Gottes gesehen, hätten sie mit Gottes Augen gesehen, hätte alles komplett anders ausgesehen. Und darum, wenn du heute krank bist, ich mache mich jetzt gerade mit dir eins. Jesus, in deinem Namen. Vater, ich danke dir. Du hast deinen Sohn geschickt in diese Welt. Und du bist gestorben für die Krankheit. Du hast dein Leben dafür gegeben, dass wir geheilt sein können. Und im Namen von Jesus, ich binde jeden Geist der Gebrechlichkeit, wenn du Schmerzen hast in der Schulter, im Namen von Jesus, dieser Schmerz muss jetzt gehen, in Jesu Namen, in the name of Jesus, im Namen von Jesus. Du gehst jetzt raus, du verlässt diesen Körper. Wenn du irgendwie, ich habe immer dieses Wort Diskushernie, wenn du irgendwas mit einer Diskushernie hast, in Jesu Namen, im Namen von Jesus Christus, I curse that thing. Loose and let go. Now, in Jesus' name, be healed, sei geheilt, in Jesu Namen, sei gesund, in Jesu Namen. Wenn du Migräne hast, in Jesu Namen, in the name of Jesus, I curse you, loose and let go now, by the authority of Jesus' mighty name, in Jesu mächtigen Namen, lass los und verschwinde, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wenn du Krebs hast, in the name of Jesus, cancer, die, in Jesus' name, Krebs, stirb ab, in Jesu Namen, jetzt in diesem Körper drin. Jede Zelle muss jetzt erneuert werden, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesus' precious name. Und wenn du irgendwas anderes hast, wirklich empfang das, im Namen von Jesus, in the name of Jesus, right now. Healing, 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 Heilung im Namen von Jesus Christus. Heilung in Jesu Namen, in diesen Körper hinein, von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen, in Jesus' precious name. Amen. Wenn du hier bist und du brauchst, du bist in diesem Engpass drin und du brauchst einen Durchbruch, einen finanziellen Durchbruch. Jesus, in deinem Namen. Vater, du hast gesagt, gib und es wird dir gegeben werden. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt an diesen Ort kommst und dass du Freisetzung schenkst. Ich möchte dir Mut machen, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Mach heute eine kleine Spende. Egal wohin es ist. Lass dir einen Betrag vom Herrn aufs Herz geben in irgendeinen Dienst, wo du dran glaubst. Sei das irgendwo eine Arbeit, die gemacht wird in einem Flüchtlingscamp, oder sei das ein Prediger oder irgendwas, den du unterstützen möchtest. Mach das und tu es im Glauben. Es heißt, gib und es wird dir gegeben. Du kannst es nachlesen im Lukas 6, 38. Du kannst es auch nachlesen im Malachi 3, Vers 10 und so weiter. Es gibt so viele Stellen. Oder Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch gegeben werden. Wenn wir uns eins machen für die Sachen Gottes, dann wird er uns auch um uns kümmern. Und Ich segne dich jetzt in Jesu Namen, dass du im Glauben, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, dass du diesen kleinen Schritt tun kannst. In Jesus' precious name, in Jesus' name. Jesus, in deinem Namen. Vater, ich mache mich komplett eins mit diesem Durchbruch. Und ich mache mich eins mit dir jetzt im Glauben. Ich mache mich eins mit dir in Jesu Namen, dass jetzt dieser finanzielle Durchbruch, den du brauchst, Da, wo du Schulden hast, dass diese Schulden gecancelt sind, in Jesu Namen, im Namen von Jesus Christus, your debts are cancelled in Jesus' name. Vater, ich danke dir für Durchbruch in den Finanzen heute, im Namen von Jesus, heute, hier und jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesus' holy name. Und das Wichtigste zum Schluss, wenn du jetzt hier bist und du kennst diesen Gott noch nicht, wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus nicht hast, das ist das Allerwichtigste, weil du kannst jeden Segen empfangen. So viele Leute wurden geheilt in der Zeit von Jesus und so viele Leute werden auch heute noch im Namen von Jesus geheilt. So viele Leute haben ihren Durchbruch empfangen zur Zeit von Jesus und haben am Ende doch das ewige Leben verpasst. Und genau das darf nicht passieren mit dir. Keiner ist gerecht, nicht einer, wie ich gesagt habe. Und was du brauchst, ist diese Erlösung. Du bist... Es klingt hart, aber es ist so, du bist ein Sünder, der auf dem Weg in die Hölle ist, wenn du nicht weißt, wo du hingehst heute. Wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus nicht hast, dann bist du immer noch gefangen in deiner Sünde und auf dem Weg in die Hölle. Und Gott möchte das heute für dich ändern. Und darum bete das heute von ganzem Herzen mit mir zusammen, weil es heißt, wer immer da ist, der den Namen von Jesus anruft, dass er gerettet wird.
Und wirklich, schließ kurz deine Augen und bete das mit mir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und wirklich, sprech das aus mit deinem Mund. Und ich will dir gerade nur helfen mit den Worten. Es geht nicht um ein Lippenbekenntnis. Es geht darum, dass du mit deinem ganzen Herzen dabei bist und dass du in deinem Herzen drin verstehst, dass du gesündigt hast und dass es ein Problem ist vor Gott und dass du diese Gemeinschaft mit ihm brauchst. Du musst auch wissen, in dieser Gemeinschaft ist eine Fülle, die du nirgends auf dieser Welt bekommen kannst. Leute betrinken sich, wollte sagen, abschießen sich ab. Leute betrinken sich, konsumieren Drogen. Ich selber habe diese Dinge gemacht damals, noch vor einigen Jahren. Und das Krasse ist, dass wir machen das, weil wir Leben suchen. Aber in diesen Orten ist kein Leben zu finden. Und wenn deine Seele nur verstehen würde, tief drin, dass diese Dinge, die du wirklich suchst, nämlich Frieden, Freude, Gerechtigkeit, eine Rechtfertigung fürs Leben, einen Sinn im Leben, das findest du alleine bei Jesus. Das findest du alleine bei ihm. Und darum wirklich, ruf diesen Namen von Jesus heute mit mir zusammen an, in diesem Moment, und erwarte, dass er wird auftauchen, er hat es versprochen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das merken wirst, in dem Moment, wo wir zusammen beten. Und darum, schließ deine Augen, jetzt gerade in diesem Moment, und bete das mit mir zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du gestorben bist für mich, für alle meine Sünden. Ich danke dir, dass du mich reinigst von meiner Schuld. Und dass du mich erfüllst mit dem Heiligen Geist. Ich brauche dich. Ich habe gesündigt. Und ich brauche deine Erlösung. Mach heute alles neu. Im wunderbaren Namen von Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Wege, meine Gedanken. Erneuere mich und zieh mich auf diesen schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir jetzt in diesem Moment für diese Person, die das mitgebetet hat. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment auftauchst, dass du diese Menschen erfüllst mit dem Heiligen Geist, jetzt in dem Moment. Vater, ich danke dir, wenn du jetzt gerade kämpfst mit Schuld, mit irgendetwas noch, wenn dich irgendwas beschäftigt. Der Heilige Geist ist gekommen zur Überführung von der Sünde. Und wenn du das jetzt gerade gebetet hast, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass du irgendwie merkst, oh, diese Sache war komplett falsch. Und es ist wie so eine, du merkst, du musst es noch abgeben, dann gib es ab. Wenn du eine Person hast, der du noch nicht vergeben hast, wo du eine Bitterkeit hast, ein bitteres Herz, für ein bitteres Herz ist es sehr schwierig, in den Himmel zu kommen. Gib es wirklich Jesus ab. Er möchte dir helfen und er befähigt dich heute, wenn du diesen einen Schritt gehst, wo du ganz bewusst diese Sache abgibst, ne? Auch jeden Weg, der nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, der nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was Jesus gepredigt hat, dann gib ihm das ab und er wird es wollen und das Vollbringen in dir drin machen. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Unser Fleisch widersteht diesen Sachen total. Es widerstrebt der Heiligkeit Gottes. Wir können es nicht aus uns selber raus. Wir haben nicht mal das Wollen dazu. Aber Jesus macht es. Er hat es in meinem Leben gemacht, er hat es im Leben von so vielen Freunden von mir gemacht und er macht es auch heute in deinem Leben. Gib ihm diese Sachen, mit denen du kämpfst. Gib ihm diese Sachen, wo du weißt, tief in deinem Inneren, dass es nicht in Ordnung ist. Und wenn es irgendetwas gibt, das du noch regeln musst heute, dann regel es. Dann klär das mit der Person. Geh auf diesen Menschen zu. Bitte ihn um Verzeihung, bitte ihn um Vergebung. Oder geh auf diese Person zu und vergib ihr, wenn sie schuldig geworden ist an dir. Und schau zu, was Gott für ein Wunder machen wird in diesem Moment. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und wirklich, nimm dir nochmal ganz kurz diese Zeit und gib ihm alles ab, was dich gerade bedrückt und was dich gerade beschäftigt. Und Jesus, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du heute reinigst von jeder Schuld, dass du überführst von jeder Sünde, dass alle Schuld und alle Hässlichkeit
alle Sünde abgelegt werden kann und dass jeder, der das gerade gebetet hat und jede, in diese Fülle von dieser Neuheit vom Leben eintauchen kann. Jetzt im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen. Wenn du das heute gerade gebetet hast zum ersten Mal, dann und du hast so eine Wärme gespürt, das ist der Heilige Geist. Und durch ihn kannst du heute noch Gemeinschaft mit Gott haben. Und unbedingt, wenn du noch irgendeine, wenn du das gerade gebetet hast oder wenn du irgendeine Frage hast, komm wirklich auf mich zu. Du darfst es gerne tun, weil am Ende ist es so, es ist ein Weg mit Jesus. Wenn ich dir helfen kann dabei, ich helfe dir sehr gerne auf diesem Weg mit Jesus zusammen, weil es geht darum, dass du eine ganz persönliche Gemeinschaft mit Gott haben kannst und dass du diese Gemeinschaft auch umarmst. Und wenn du das gerade gebetet hast, das ist der Beginn von einem ganz, ganz neuen Leben. Ich segne dich im mächtigen Namen von Jesus und schlag heute mal die Bibel auf, lese darin und bitte Jesus darum, dass er mit dir spricht. Er liebt dich von ganzem Herzen und er wartet schon auf dich. Thank you.